Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich die letzten Videos immer in dem gleichen Outfit hier da sitze. Es liegt einfach daran, dass heute der gleiche Tag ist. Ich habe einfach Zeit, um ein paar Videos für euch zu machen. Also wundert euch nicht. Das Einzige lediglich habe ich mir jetzt ein neues Lippenprodukt aufgegeben. Jo. Ja, heute ist es wieder Zeit. Ich habe mein Pan Project Video für euch. Ich habe meine Produkte alle gewogen, habe sie mir hier alle wieder schön vorbereitet und möchte euch gerne einmal meinen Stand dazu geben. Dann habe ich mir noch überlegt, eine Abonnentin hat mir unter meinem letzten Pan Project Video geschrieben. Ich glaube, das war Bibi. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Und zwar hatte sie die Idee gehabt, dass sie sich auch sehr darüber freuen würde, wenn ich ein Video machen würde zu Pflegeprodukten. Ein Pan Project quasi für Cremes, also halt eben Hautpflege. Ich finde die Idee echt super. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich denke mal, dass ich das dann jetzt auch nochmal in Angriff nehmen werde. Denn auch da habe ich natürlich Produkte, wo ich sehr fleißig versuche, sie leer zu bekommen. Und da könnte man auch ganz gut ein Pan-Project draus machen. Ja, gut. Aber jetzt kommen wir erstmal zur dekorativen Kosmetik. Es hat sich ein bisschen was getan. Es ist nicht ganz, ganz mau ausgegangen, sagen wir mal so. Ich fange an mit meinem Setting Spray. Da hat sich doch tatsächlich was getan, liebe Leute. Und zwar hatte ich beim letzten Mal noch 55 Gramm und heute sind es 51 Gramm. Also ich habe wirklich 4 Gramm verloren, denn ich habe es ganz fleißig benutzt für meine Eyebrow Soap. Ja, und zwar ist es diese hier von Rowley. Da habe ich dann immer schön mein Setting Spray reingesprüht, nämlich. Und die ist super übrigens, ne? Die finde ich ganz toll, komme ich sehr gut mit zurecht. Und ja, dafür habe ich eine gute Anwendung gefunden, habe ich ein bisschen was verbraucht. Als nächstes kommt meine Glam Beige Foundation. Die benutze ich jetzt gerade wieder total gerne. Natürlich habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen damit angefangen, somit hat sich da noch nicht wirklich was getan. Letztes Mal waren es 20 Gramm, heute sind es auch 20 Gramm und ja, aber ich trage sie auch heute. Ich finde sie einfach schön, ne? Die ist super und ja, benutze ich gerade jetzt wieder. Mhm. Ja, mein Concealer, den habe ich aufgebraucht. Das ist hier der Liquid Camouflage. Ich habe es mir fast gedacht, der war ja fast leer, ne? Und dafür habe ich mir jetzt einen anderen Concealer wieder reingenommen und zwar hier von Nabla, den Regeneration. Das ist dann auch mein letzter Concealer, der jetzt auf ist. Dann habe ich nur noch wirklich geschlossene und jetzt werde ich den erstmal aufbrauchen. Damit habe ich ein Startgewicht von 28 Gramm und den habe ich auch noch nicht allzu lange in meiner Sammlung. Von daher, der riecht auch noch nichts, alles gut. Aber der ist super, wirklich. Den kann ich echt weiterempfehlen. Der ist richtig, richtig toll. Dann machen wir weiter mit meinem Fresh and Fit Awake Primer. Ich habe ihn nicht einmal benutzt. Nein. Letztens, oder doch einmal habe ich ihn. Doch ein oder zweimal habe ich ihn morgens benutzt für die Arbeit, ja. Letztens waren es 31 Gramm, heute sind es 30 Gramm. Also ich habe 1 Gramm verloren. Ein Gramm ist weg, ja. Okay, meine Eyeshadow Base. Letztens 16 Gramm, dieses Mal 16 Gramm. Ja, ich weiß auch nicht. Ich mag sie im Moment irgendwie gerade nicht, weiß ich nicht. Ich mag irgendwie gerade lieber Concealer benutzen als die. Ich weiß nicht, ob ich die noch schaffe bis zum Ende des Jahres. I don't know, keine Ahnung. Dann habe ich hier mein Puder, das Super Stay von Maybelline, 24 Stunden. Da habe ich, letztens waren es 56 Gramm, heute sind es 55 Gramm. Also ich habe 1 Gramm geschafft, aber jetzt gerade benutze ich gar kein Puder für mein Gesicht, wo das jetzt so warm ist. Und von daher
ist es jetzt gerade schwierig, das zu benutzen. Ja. Den Eyeliner von L'Oreal habe ich jetzt gerade auch gar nicht benutzt. Letztens waren 19 Gramm und, ach Quatsch, letztens waren 11 Gramm, heute sind es auch 11 Gramm. Aber ich denke sowieso, dass sich da von der Grammzahl überhaupt nichts mehr tut, weil der so gut wie leer ist. Und ich glaube nicht, dass da noch irgendein Grammverlust sichtbar wird. Die Supercurl von Essence habe ich jetzt gerade auch diesen Monat gar nicht benutzt. Ich habe sehr, sehr gerne meine Sky High Mascara benutzt. Die finde ich gerade total schön, macht schöne, lange, volle Wimpern. Und ja, habe ich jetzt gerade die total vernachlässigt. Und meine beiden Lippenprodukte, die noch übrig hier sind, die habe ich auch gar nicht benutzt jetzt diesen Monat, weil ich auch da ein neues Lippenprodukt gerade habe, welches ich wirklich fast tagtäglich benutze. Und zwar ist es hier der von Manhattan. Den finde ich auch gerade sehr schön. Und deswegen hatte ich auch hier beim Lip Balm letztens 12 Gramm, heute auch noch 12 Gramm. Und bei dem NYX Lip Oil waren es 14 Gramm und jetzt auch immer noch 14 Gramm. Also, aber ich habe ein bisschen was geschafft. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Wie ist da euer Stand? Und sagt mir auf jeden Fall gerne mal, wie ihr die Idee findet mit Beauty-Produkten. Also da bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch mein kurzes Update gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und lasst mir sehr gerne ein Abo da, falls ihr neu seid hier auf meinem Kanal. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!